Jo Leute, für mich geht's jetzt gleich zum Ariana Grande Konzert und ich freue mich schon total. Also die Leute, die gesehen haben, wo ich gesagt habe, was dieses Jahr für mich noch ansteht, das Video findet ihr zur Not einfach mal in der Infobox. Dort habe ich gesagt, dass ich noch zum Ariana Grande Konzert gehe und ja, das ist heute. Ich freue mich schon tierisch darauf und ja, es ist die Honeymoon-Tour. Ich habe einen Stehplatz. Ich hoffe, es sind jetzt schon, glaube ich, echt viele da. Und was die Sache ist, die, da ich auf meine Eltern warten muss, weil die mich hinfahren. Und meine Mutter hat erst um 17 Uhr Arbeitsschluss und jetzt holen wir sie dann gleich ab. Und ja, ich hoffe, da ich einen Stehplatz habe und so, ich hoffe, dass ich nicht zu weit hinten stehe. Stehplatz weiß ich jetzt schon, dass ich mir wieder die Beine im Bauch stehen werde und irgendwann nicht mehr kann. Aber gut, was soll's, das nehme ich in Kauf. Ich hätte zwar auch einen Sitzplatz nehmen können, aber dann wäre ich so weit hinten gewesen und das wollte ich nicht unbedingt. Und ja, aber wenn ich jetzt Pech habe, bin ich auch mit dem Stehplatz weit hinten. Mal schauen, ich gucke, wie ich das mache. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe. Ja, ich habe meine Haare zusammen gemacht, weil ich heute Morgen auch verschlafen habe und ich hatte jetzt keine Zeit mehr, irgendwas Besonderes zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich so ein bisschen den Ariana Grande Zopf. Nur, dass bei mir das nicht funktioniert, da ich nicht so schöne lange Haare habe wie sie. Ich weiß, es sind Extensions bei ihr. Ich habe keine da. Beziehungsweise nur welche aus Plastik und da kann ich nicht keine Locken machen. Und dann habe ich mir einen Zopf gemacht, hier eine Strähne drum gewickelt und dann mir hier so leichte Löckchen reingemacht. Und ja, mehr habe ich auch nicht gemacht. Alles nach hinten mit Haarspray fixiert und fertig. Gut, dann melde ich mich nach der Show, wie ich die fand. Und ja, dann bis gleich. Leute, ich bin nun zurück vom Ariana Grande Konzert. Ja, ich filme jetzt mit meiner Vlogging Cam einfach, weil meine andere Kamera jetzt den Geist aufgegeben hat, Akku alle und so. Und ja, ihr seht, ich habe solche Kätzchenohren auf. Die habe ich mir dort geholt. Sie haben 20 Euro gekostet, ja. Ist voll teuer. Sie sind wahrscheinlich nicht mal 20 Euro wert. Es gab auch noch leuchtende, die haben aber gleich 45 Euro gekostet. Und so viel Geld hatte ich nicht bei. Auf jeden Fall war das Konzert so geil. Also, oh, ich liebe sie wirklich. Also, Ariana ist so toll. Die Show war richtig geil. Also, sie hat da echt viel mitgemacht, so generell. Und oh, ich liebe sie, ist so hübsch und hat eine tolle Stimme. Und ey, wirklich, also, ich muss wirklich sagen, ich kann eigentlich jedem nur ein Konzert von Ariana Grande empfehlen, weil allein schon die Show geil ist. Ich meine, vielleicht ist es nicht für jeden was, aber so ist es ja immer. Jeder hat ja schließlich einen anderen Musikgeschmack. Aber ich fand es richtig geil. Und wer sich kurzfristig dazu entscheidet, noch auf dem Ariana Grande Konzert zu gehen, sie ist nochmal in Deutschland und zwar nächsten Monat in Köln, in der Lanxess Arena. Also es müsste vielleicht sogar wahrscheinlich noch Karten geben. Berlin war jetzt ausverkauft. Aber ich kann mir vorstellen, dass Köln vielleicht auch ausverkauft wird. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall richtig geil und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es war einfach grandios, sie sah wieder so schön aus und oh, es ist, ich weiß nicht, ich kann es nicht in Worte fassen, es war einfach abnormal geil. Also, die Vorband waren Rixton, ich weiß nicht, sagt euch Rixton was? Ich kannte von Rixton nur ein Lied und zwar, und das liebe ich, dieses Lied, und zwar nennt sich das Me in My Broken Heart. Wenn ich, müsst ihr mal bei mir gucken. Ich habe einen Ordner bei mir, also in der ich habe so Playlists und in der einen Playlist, die heißt Musik und dort ist das Lied auch drin. Und ja, war voll cool. Also die waren auch richtig geil. Und ja, also wirklich
großes Kompliment, es war echt geil. Ich weiß nicht, was ich dazu mehr noch sagen soll. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen. Ihr seht, ich habe hier Nudeln zu stehen. Weil ich muss auch morgen erst um 12 in der Schule sein. Somit ist das alles ganz chillig. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Video bearbeite. Aber ich glaube, dafür habe ich jetzt keinen Nerv mehr. Ich werde jetzt wirklich nur am Computer kurz chillen. Und dann, ja. Also, Ariana Grande Konzert ist wirklich ein Highlight. Ist richtig geil. Allein schon die Show ist richtig geil. Ja, und was ich auch cool fand, wirklich jeder, entweder hatten alle diesen Zopf hier, entweder auch mit Wellen oder mit glatten Haaren. Ariana hatte zum Beispiel auch den Zopf die ganze Zeit, aber mit glatten Haaren. Viele haben den halt auch gehabt. Oder sie hatten halt einen, wo sie halt unten so das untere Haar so halt unten hatten und nur so das obere Haar, so das Deckhaar in einem Zopf gemacht haben. Es ist ja auch so ein bisschen Ariana Grande. Ich glaube, das ist eigentlich auch so ein Ariana Grande Zopf mehr oder weniger. Aber ich glaube, der hat sich ja mehr oder weniger dazu. Ist ja auch egal. Und den hatten halt auch viele, so diesen Look. Und ansonsten sahen halt auch voll viele, hatten wirklich so Klamotten an wie Ariana. Also wirklich hatten auch so den Style. So, ich meine, in dem Style laufen ja heute mittlerweile echt viele rum. Aber so, es war richtig cool. Jeder hat sich irgendwie versucht, Mühe zu geben. Jeder hat versucht, den Liedstrich so zu machen wie Ariana. Und ach, es war einfach richtig süß und richtig geil. War auf jeden Fall echt geil. Und bevor ich jetzt nur noch ganz oft sage, war echt geil, beende ich das Video jetzt hiermit. Und ja, hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao.